Nach Unruhen in einem Flüchtlingslager in Grand-Synthe in Nordfrankreich ist die Wohnanlage in der Nacht auf Dienstag zu einem Großteil niedergebrannt. Bei dem Zusammenstoßen unter den Bewohnern der Wohnanlage werden nach Medienberichten mindestens 10 Menschen verletzt. Kurden und Afghanen liefern sich zunächst eine Schlägerei, die dann in einer Messerstecherei ausartet. Am Abend hat es einen Konflikt zwischen Afghanen und Kurden gegeben. Die bekämpften sich mit Messern, Steinen, Holz, einfach allem, was sie finden konnten. Später geht das Lager in Flammen auf. Alle 300 Holzhütten auf dem Gelände brennen nieder. Nach ersten Erkenntnissen wird an mehreren Stellen im Lager gleichzeitig Feuer gelegt. Die Flammen sind im Umkreis von mehreren Kilometern zu sehen. Die Bewohner des Lagers, nach unterschiedlichen Berichten zwischen 1000 und 1500 Menschen, seien in Sicherheit gebracht worden. Sie sollten in Notunterkünften untergebracht werden. Die Hauptaufgabe ist erstmal, eine Unterkunft für die Menschen zu finden, also uns um die zu kümmern, die aus dem Lager evakuiert werden mussten. Für sie muss eine Unterkunft gefunden werden. Außerdem planen wir, wie wir die nächsten Tage angehen werden. Grand-Synthe liegt in der Straße zwischen Dünkirchen und Calais. In den vergangenen Wochen versuchen Campbewohner, den Verkehr anzuhalten, in der Hoffnung, per Lastwagen oder Auto nach Großbritannien zu gelangen.